Hallo und herzlich willkommen zur Demonstration von Cloud Monitoring for Catalyst. Das hier ist das Meraki Dashboard, in dem Catalyst-Switche überwacht werden können. Das Meraki Dashboard zeigt sich für die bekannten Meraki-Administratoren bereits in einem neuen Gewand mit einem neuen Header, neuem Footer und auch einer neuen Navigationsleiste am linken Rand des Bildschirms. Ebenfalls diese Landingpage ist neu. Wir springen nun in unser Demonstrationsnetzwerk, in dem wir bereits Catalyst-Switche hinzugefügt haben und werden erstmal begrüßt mit dieser Übersicht. Ganz oben zu sehen all meine Netzwerkgeräte und deren Gesundheit und direkt darunter gefolgt von einer Übersicht von allen meinen Clients. Sowohl der Datenverbrauch, der Durchsatz, auch der generelle Verbrauch im Up- und Download wird angezeigt. Sowohl für den letzten Tag als auch tatsächlich bis in die letzten 30 Tage hinaus, wenn man oder zurück, wenn man möchte. Zusätzlich zum allgemeinen Datenverbrauch werden mir aber auch die Applikationen angezeigt, wie sie in meinem Netzwerk sind. Alleine diese Information ist schon sehr, 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 sehr wertvoll für viele Administratoren, um überhaupt zu verstehen, was passiert in meinem Netzwerk. Direkt darunter folgt eine Tabelle von allen meinen LAN-Clients als auch WLAN-Clients mit deren Hostnames, mit deren Beschreibungen, natürlich auch allgemeine Informationen wie MAC-Adresse und IP-Adresse, aber auch weiteren Informationen wie zum Beispiel das Betriebssystem oder aber auch der Hersteller dieses Geräts bzw. der WLAN- oder LAN-Schnittstelle. In dieser Demonstration geht es jetzt um Cloud Monitoring for Catalyst, daher springen wir direkt zu einem Switch, der auch gemonitort wird. Wir gehen dazu in unsere Switch-Übersichtliste, die sich ebenfalls bereits in diesem neuen Gewand präsentiert. Und hier in der Mitte sehen wir auch schon einen Switch, erkennbar an diesem Tag Monitor Only, dass ich hier wirklich ein Catalyst 9300 im Monitor-Mode am Meraki-Dashboard befindet. Wir gucken uns die Detailseite an und werden mit dieser Übersicht präsentiert. Meraki-Administratoren kennen das bereits und werden mit einer bekannten Oberfläche begrüßt, was sehr angenehm ist, weil man sich hier nicht in eine neue Oberfläche quasi gewöhnen muss. Auf der linken Seite allgemeine Informationen zu dem Gerät, wo befindet sich das Gerät, IP-Informationen, aber auch die Inventarinformationen wie zum Beispiel Seriennummer, sowohl die Burned-in-Seriennummer vom Catalyst-Gerät als auch jetzt neu eine eigene Meraki-Seriennummer zur Verwaltung im Meraki-Dashboard. Ebenfalls sehen wir natürlich auch die Verbindungsinformationen zur Cloud, also wie häufig war dieser Switch verbunden innerhalb der letzten 24 Stunden oder aber auch hier bis zu den letzten 30 Tagen. Das wird hier angezeigt. Und ebenfalls habe ich die Möglichkeit, mir spezifische Portinformationen anzuschauen. Wie war der Durchsatz und die Benutzung jetzt hier an diesem einen speziellen Port. Wir können auch die Port-Konfigurationen uns anschauen, also zum Beispiel, ob es ein Access-Port ist, ein Trunk-Port, die VLAN-Information, PoE-Information, all das wird hier angezeigt. Ebenfalls sehen wir natürlich Informationen auch hier zum Durchsatz, zum Verkehr, der durchgeht. Ich sehe aber auch Informationen wie zum Beispiel CDP oder LLDP-Informationen. Das heißt, alle Nachbarn, die quasi an diesem Switchport hängen, werden ebenfalls hier angezeigt. Etwas weiter unten sehen wir dann auch hier schon Troubleshooting-Informationen oder Troubleshooting-Möglichkeiten. Das heißt, ich kann hier mit einem Klick einen Port-Cycle durchführen, also einen Shut, No-Shut quasi. Das ist quasi eine sehr gängige Methode, um erstmal ein einfaches Troubleshooting durchzuführen. Ebenfalls möglich oder ebenfalls angezeigt, allgemeine Statistiken genau zu diesem Port, der Traffic, der durchgeht, aber auch Fehler, wie zum Beispiel CRC-Fehler, werden hier in dieser Tabelle angezeigt. Weitere Tools von einem Switch, der sich im Monitor-Only-Mode befindet, sind zum einen ein Port-Cycle, den ich für mehrere Ports auf einmal machen kann, als auch zum Beispiel einen Ping durchzuführen oder mir die MAC-Forwarding-Table anzuschauen. Was ebenfalls möglich ist, und der aufmerksame Zuschauer wird es bereits erkannt haben, ist, dass wir hier Fehler erkennen. Also obwohl dieser Switch im Monitor-Only-Mode ist,
erhalten wir genug Informationen, um hier festzustellen, dass hier an diesem Port ein Fehler ist und der Administrator kann sich schnell und einfach darum kümmern und diesen Fehler beheben. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der von meiner Kollegin im vorherigen Video angesprochen wurde, ist die Topologie. Hier in dem Fall also angezeigt die Übersicht meiner Netzwerktopologie. Nicht nur von all meinen Meraki-Komponenten, sondern auch inkludiert von all meinen Catalyst-Geräten im Monitor-Only-Mode. Hier in dem Fall sogar mit der gelben Signalfarbe dargestellt, unser Switch, den wir gerade bereits kennengelernt haben. Dieses Tool ist natürlich besonders wertvoll, weil damit althergediente Methoden wie zum Beispiel eine Visio-Datei ausgedient haben. Wir beziehen diese Informationen direkt vom Netzwerkgerät und bereiten die hier dynamisch auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Demonstration hat Ihnen gefallen. Bis bald. Auf Wiedersehen.